Und herzlich willkommen zu Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Im letzten Part haben wir die Micro Zone Zone gemacht und haben die Pumpkin Zone angefangen und wir sind jetzt hier schon beim Boss. Dann let's go! Was ist das hier für ein Boss? Oh, ich habe schon richtig Angst. Natürlich. Das war jetzt auch ein bisschen... War auch mein Fehler. Ich hätte nicht da so reinlaufen sollen. Ja, die Buhs sind auch mit von der Partie. Schöne Kessel. Wahrscheinlich schon vorgewärmt für mich. Damit die mich dann verspeisen können. Oh, geht's da runter? Ja, da geht's runter. Ah, das sieht sehr interessant aus. Mit einem Buh. Ein Feuer. Aber ist da ein Item drin? Bitte, ein Pilz. Bin ich mit zufrieden. Besser als gar nichts. So. Und noch ein One-Up. Ja, ich bin mit diesem Raum sehr, sehr zufrieden. Ich muss nur irgendwie heile rüberkommen. So. Dann geht es hier hoch. Dankeschön. So, dann weiter geht's. Ja, die sind hier schon für mich vorgewärmt. Aber ich bin nicht zum Essen da. Ich hab schon gegessen. Da mach ich mal so. Und so. Yay! So, weiter geht's. Weiter geht's. Die Halbzeit. Ist sehr, sehr gut. Yay! Oh, na, jetzt kommen noch fliegende Besen dazu. Und wo sind die Hexen? Da hatte ich ein Glück, dass ich nicht getroffen wurde. Da hatte ich auf jeden Fall Glück. Einfach hier durchlaufen. Das ist schon der Schlüssel zum Weg. Was ist hier los? Was war da los? Ja, ich überspringe es einfach mal. Boss, wo bist du? I'm searching you. Ach, da geht's runter. Ich bleib oben. Ich komm doch mal vorbei. Hallöchen, wie geht's euch so? Geht's hier hoch? Nee, hier geht's auch nicht hoch. Geht's hier hoch? Ja, hier geht's hoch. Eine Feuerblume. Feuerblume ist nicht schlecht, aber... ja, Feuerblume ist super. Die brauche ich. Münzsack, aber... Komme ich jetzt hier wieder zurück? Also hier ging es ja gar nicht hoch. Richtig? Genau. Von hier komme ich? Dann hier, diesem... Der muss hier richtig sein. Komm schon. Dankeschön. Yay. Na gut. Habe ich da wenigstens dann eine Feuerblume? Und Münzsack. So. Wir sind beim Boss. Ich bin schon noch nicht reingegangen. Trotzdem war der Zaun da. Natürlich muss es mit Kesseln sein. Drei Kessel braucht die Hexe hier für Mario, wenn es eine Hexe ist. Ist das eine Hexe? Ja, es ist natürlich eine Hexe. Und ich lasse mich sofort treffen. Aber ich treffe sie dann auch gleich. Ja, sehr interessant finde ich das. Sehr interessant. Ah, natürlich. Wir sind klein. Wo? Komm. Ich bin noch abgesprungen. Ein Glück waren wir schon bei der Halbzeit. Da haben wir ganz schnell durch. Ganz schnell hier durch. Dann die Feuerblume dort holen. Am besten hier ganz oben lang. Dann nicht hier, sondern auch nicht hier. Natürlich gehe ich jetzt hier lang. Da oben ging es ja nicht lang, genau. Hier war die Feuerblume. Feuerblume ist äußerst wichtig. So. Hier. Und da. So. Und hier. Hier rein. Ich sagte, hier rein. Dankeschön. Feuerblume holen. Und weiter geht's. Ich will zum Boss. Ich will den Boss besiegen. Nicht hier so lange warten. Ja, dann hole ich mir halt noch den Münzsack. Wenn die das unbedingt wollen. So, da ist der Münzsack. Dann hier. Und jetzt kriegst du aber so richtig aufs Maul. Kann man da oben stehen? Nein, kann man nicht. So, Treffer Nummer 1. Ich bin doch schon wieder gesprungen, aber... Noch ein Leben weg. So,
Was? Ach, da oben sind ja Stacheln. Na gut, ist egal. Wir haben ihn besiegt. Und die dritte Münze gehört uns. Die Münze von der Pumpkin Zone. 3 von 3 haben wir jetzt. 3 von 3. 3 von 3? Ich meinte 3 von 6 natürlich. Wie komme ich auf 3 von 3? Schrecklich. So, bevor wir in die nächste Welt gehen, kehre ich kurz hier mal zurück und werde mal für 50 Münzen mein Item holen. Bitte ein gutes, bitte ein gutes, bitte ein gutes. Ja, das damit bin ich sehr zufrieden. So, und je mehr man einzahlt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man was richtig Cooles kriegt. Und ich war mit 50 jetzt zufrieden. Ich habe genau das Item, was ich haben wollte. So, hier ist die nächste Welt. Die Mario Zone. Und ja, ich kann mich erinnern. An das erste Level besonders, an das zweite Level auch noch so ein bisschen, aber danach wird wahrscheinlich ein bisschen mehr blind sein für mich. Glaube ich. Weil die Mario Zone, die habe ich als noch schwer in Empfindung gehabt, aber ich kann mich auch täuschen. Da es halt schon viele, viele Jahre her ist. Und damals war ich halt, konnte ich noch nicht so gut spielen. Ist ja klar. Wie alt war ich da? Ja, mein Gameboy habe ich bekommen, glaube ich, mit 6 Jahren oder so. Und da habe ich auch das Spiel bekommen, gleichzeitig mit. Genau. Das ist ja logisch, dass man da noch nicht so gut ist. Ach ja, diese Level. Hier muss man ganz vorsichtig durch. So. Schön durch. Also das ist hier jetzt die Maschineriewelt, kann man schon sagen. Genau, hier ist eine Kettensäge, die überspringe ich einfach mal. Und dann geht es jetzt hier weiter. Hier braucht man jetzt, ja genau, die Hasendinger. Damit man hier durchkommt. Halbzeit haben wir auch schon erreicht, das ist perfekt. Das überspringe ich da einfach mal. Hier auch. So. Da sollte man sich nicht abdrängen lassen, dann geht es jetzt hier hoch. Da links könnte man mit der Feuerblume hin, aber wir haben keine Feuerblume. Da oben ist eine Säge. Auf die müssen wir besonders drauf acht geben. Und das schaffen wir noch, bevor die Säge kommt. Super. Und hier sollte auch schon das Ziel sein. Genau. Hier kann man sich nochmal... Ah, das war knapp, das war knapp. Einige Münzen holen. Wenn man es nötig hat. Und wir haben es nötig. Alter. Ist da... Natürlich musste ich mich jetzt noch treffen lassen. Natürlich. Aber wir sind am Ziel. Yay! Was kriegen wir hier schön? Komm schon. Ja, 3 One-Ups. Ist nicht schlecht. Wir brauchen die One-Ups spätestens beim Endboss. So, so, so. Und dann sind wir im Bauch jetzt drin. Eben waren wir noch im Fuß, jetzt sind wir im Bauch. Und hier sind, ja, kann man schon sagen, Schweinchen und Bälle. Sehen auf jeden Fall so aus. Hier war, glaube ich, auch irgendwo ein Item drin, was ich gut gebrauchen könnte. War hier nicht. Okay. Dann war halt kein Item drin. War von Blase zu Blase. Oder sind das Luftballons? Könnten auch Luftballons sein. Oder Blasen. Luftballons oder Blasen. Keine Ahnung. Ich hab ihn doch nicht berührt. Dann halt nochmal. Ich hab ihn wirklich nicht berührt. Ich hab eine Aufnahmebeweis. So, hier weiß ich jetzt, dass da nichts drin ist. So, dann nochmal. Diesmal keinen Kontakt herstellen und halt direkt drauf springen. Keine Risikos eingehen. Risikos sind nicht schön. Ah, das war ein wirklich schön knapp. So, hier, mal bitte halten. Ein Pilz. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Da ist ein One-Up. Da kommen wir anscheinend noch nicht rein. Ja, stimmt. Wenn wir hier rüber gehen irgendwo, dann müssen wir da rankommen. Genau. Hier jetzt rein. So, das ist jetzt ein bisschen fies, aber ganz schnell hier sein. Dann hier hoch.
Und das One-Up gehört uns. Und dann zurück. Ah, dies. Oh nein. Diese Bären. Aber man kann hier einfach stehen bleiben, das ist gut. Nicht so wie in anderen Spielen, wo man ja noch gegensteuern muss. Aber das ist eine langsame Transportmöglichkeit. Aber okay. Die Halbzeit, die Halbzeit, die Halbzeit. Yay! Yeah. So, dann sind hier die Schweine wieder am Start. Ich durchlaufe das einfach hier mal. Und dann gibt es hier vier Auswahlmöglichkeiten. Ich nehme mal hier. Und ich habe natürlich den Goomba erwischt. Spring doch! Oh, eigentlich sollte er die ganze Zeit springen, aber... Nö, meint einfach mal nö. Moment, war da eben nicht... War da eben eine Röhre? Natürlich auch verfehlen. Aber wir waren ja eh bei der Halbzeit. Und ich kann mich erinnern, dass wir ganz nach rechts müssen, um ein gutes Item zu kriegen. Ganz links war der Pilz, das zweite von rechts war die Feuerblume und ganz rechts war die Karotte. Richtig? Richtig. Und war da jetzt so oben eine Röhre oder nicht? Nee, war es nicht. Okay. Ich habe mich verschaut. Umsonst zurückgegangen. Umsonst gestorben. So. Ich könnte natürlich jetzt hier auch mit der Karotte abkürzen, aber... Nee. Was soll ich? Ich probier's. Ja, ist eine gute Entscheidung, weil hier ist das Ziel. Ja, und ich hätte jetzt auch nicht die Glocke erwähnen müssen oder ertönen müssen, weil wenn wir jetzt den Pilz kriegen. Achso, ne. Okay, man kann auch leften. Okay, das ist gut. Jetzt sind wir auf der Zunge. Okay, wir sind auf der Zunge. Soll mir recht sein. Hallöchen, wer bist denn du? Auf jeden Fall bist du tot. Ah, das war ein Fake. Und Kugel beließ die nächsten Gegner, die man so aus dem Mario-Universum kennt. Yay. Was geht hier ab? Auf jeden Fall eine ganze Menge, wie man sieht. Eine ganze Menge. Sehen aus wie Stachelkugeln, haben aber anscheinend keine Stacheln, weil sonst wäre Mario schon, ja, so ein bisschen abgespießt, sag ich mal. Ganz freundlich gesagt. Kugel Willi! Ja, komm her. So. Bloß nicht auf die Zacken landen, weil... Ja, da ist Mario dann auch aufgespießt. Ist ja, denke ich mal, logisch. Würde ich mal meinen. Oh, was gibt es hier? Achso, ich kann hier keine Stampfattacke machen. Okay, das haben wir ja sowieso schon. Aber Moment. Das ist da oben. Da ist nichts. Okay. Okay, da kann ich hier jetzt einfach laufen. So, hier oben ist auf jeden Fall irgendwas. Aber da komme ich nicht rein, weil ich keine Feuerblume habe. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ah. Ja, gehen wir mal gemeinsam, Kugelbilly. So, dann halt nicht gemeinsam. Natürlich kommt er gerade in dem Moment raus, wo ich springe. Und natürlich ist da ein Fake. Und natürlich kommt da jemand vorbei. Ja, ducken. Weiter jetzt. Was geschieht jetzt? Ja, wir werden... Dankeschön. Okay. Soll mir recht sein. Solange wir nicht in die Stacheln fallen. Könnte man noch oben lang? Könnte man? Aber ich komme nicht oben hin. Okay. Hier ist eine Röhre. Kugelwilli, noch mehr Kugelwillis? Was ist hier? Da muss irgendwas Spezielles sein. One-Up. Oh, yay. Auf ein Glück werden wir nicht getroffen, wenn wir uns ducken. So. Ja, kurz den Kugelwilli abwarten. Und wieder zurück. Naja. Für ein One-Up mache ich es gerne. Ah. So wie starke Kugeln. Ja. Toll. Umhin. Doch, wir kommen umhin. Das ist sehr, sehr gut. Ich brauche ein neues Item. Okay, hier war ein Checkpoint. Ich habe gar nicht den Checkpoint gemerkt, oder doch? Habe ich? Stimmt. Jetzt sind wir wieder hier. Na gut, soll mir recht sein. Ich laufe jetzt hier oben lang. Hab keinen Bock da unten jetzt.
die ganze Zeit zu verweilen. So. Geht doch um einige schneller. So, den Kurvili lasse ich passieren. Und den Filz nehme ich an mich. So, hier gehe ich jetzt nochmal auf Sicherheit. So, dann hier auf diese Kugel hier. Wohin die mich bringt? Keine Ahnung. Ah. Ah. Hier hoch auf jeden Fall. Okay. Dann weiter geht's. Yay! Ziel! So, und dann. Oh, natürlich treffe ich das nicht. Natürlich nicht. Sind wir jetzt auch schon beim Boss? Wir haben noch ein paar Minuten. Da sind zwei Bosse in einem Part. Ist doch auch nicht verkehrt. Ach, Legostein, ich kann mir. Ich erinnere mich. Und ich hatte am Anfang gesagt, dass ich mich hier an die letzten Level nicht dran erinnern werde. Na gut, an das letzte Level konnte ich mich so ein bisschen noch dran erinnern. Und dann das jetzt hier auch. Und ich war eben so dumm wie noch nie. So dumm wie noch nie. Ja, da habe ich nichts anderes verdient, als klein zu sein. Auf jeden Fall. So, was ist hier hinten? Was ist hier hinten? N und B. Das soll das ein Easter Egg sein? Zu was? Was ist N und B? Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Ich bin hier nicht gerne. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Scheiße. Das war eine Falle. Ich mag keine Fallen. Ah. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Hier, der Pilz. Der gehört mir. Dankeschön. Ah. Diesmal bitte nicht so dumm sein. Ah. So, hier durch. Einfach hier durchlaufen. Es wird schon nichts passieren. Es wird schon nichts passieren. Was ist hier oben? Gumbas. Schön von den Gumbas. Eine ganze Menge Gumbas. Wohin führen die Gumbas mich? Und was muss doch hier sein? Eine Blume! Wäre ich bloß vorhin hochgegangen. Dann wäre es alles nicht passiert. Ah. Ah. Schwarze Schweine. So ein Schwein. Ah, die Halbzeit haben wir schon mal erreicht. Kettensäge natürlich. Was noch? Was noch? Ich nehme mal hier. Ich gehe lieber oben lang, muss ich ehrlich sein. Jetzt muss ich warten, bis die Kettensäge mir in die andere Richtung geht. So, jetzt rüberspringen. So, geschafft. Ah, noch eine Kettensäge und noch eine Kettensäge. Los, noch mehr, noch mehr. Ich habe noch nicht genug. Und der Boss, let's go. Was ist das für ein Boss? Drei Schweine. Man kennt doch dieses eine Märchen. Gibt es da auch? Ja, natürlich. So, ein Schwein schon mal besiegt. Ja, ist klar. Ist klar. Ja, natürlich. So, zweites Schwein ist... Ich dachte, der hat nur ein Leben. Puh, dann nochmal. Ich gehe hier oben lang. Aber hier war doch kein Item mehr. Doch, hier. Oh, Glück gehabt. Aber nur ein Pilz? Die verrückt? Ich hätte gerne eine Feuerblume. Ich werde das doch nicht überleben. Die sind wohl verrückt. Aber eindeutig. Dann halt ohne Feuerblume. Aber wir müssen die drei besiegen. Anscheinend hat das erste Schwein hat dann anscheinend nur ein Leben. Und ich bin doch ich bin nicht mehr zu helfen. Ich bin nicht mehr zu retten. Ich weiß auch nicht. Ich finde keine Worte dafür. Ach, komm hier. So, Pilz. Den Dülf, ja. Oh, ich bin da. Ich könnte es eigentlich jetzt gleich wieder aufgeben. So, mit der Ruhe. Mit der Ruhe. Mit der Ruhe. Ich habe heute zu viel gezockt. Ich geb's ja zu. So, mit der Ruhe. Hier hoch. Hier springen. Den Pilz holen. Hier hoch. Super. Hast fein gemacht. Dann hopp. Und hopp. Yay. Dann hier durch. Und springen. Und geht doch. Was ist das Problem daran?
Komm, das erste Schwein ist nicht mehr. So. Geht doch. Ah! Achso, jedes Schwein hat 3 Leben? Das hat doch vorhin nur 1, oder nicht? Die sind die OP? Die sind OP! Okay, okay, noch einmal. Ah, nein! Nein, nein, nein! Das sind bisher die schwersten Gegner, würde ich sagen. So, weil wir immer hier landen. Das ist ja unfair. Das ist ein unnötiger Weg. Aber muss ich durch. Da muss ich durch. So, hier nochmal 2 Kettensägen. Dann hier nochmal ein Gumba. Und dann sind wir auch schon wieder da. Komm, jetzt aber. Ihr seid jetzt dran. So, hier hinten positionieren und springen. Oh, ich bin doch nicht mehr zu retten. Ah! So, nochmal. Ah, jetzt schaffen wir es. Der Part ist nämlich vorbei, eigentlich. Aber, ja, paar Minuten Überlänge halt jetzt mal. Muss auch mal sein. So, jetzt volle Konzentration. Nochmal die Hand ausschütten. Und let's go. Du. Jetzt? Geht doch. Geht doch. Das erste Schwein ist besiegt. So, ein Leben weg. 2 Leben sind weg. 3 Leben sind weg. So, was macht das letzte Schwein? Ja, so eine großen Sprünge. Sind die. Die sind wohl wirklich nicht mehr ganz dicht. Okay, aber noch. Damit kann man, da konnte man besser abpassen bei den letzten. Und wir haben dann die 4. Münze und auch den 4. Boss besiegt. Puh. Und dann geht es im nächsten Part weiter von Super Mario Land 2. 6 Golden Coins. Bis dahin, viel Spaß euch noch und ciao.